wir haben, wie Sie zu Recht gesagt haben, eine Spur, die sich wieder über den Globus zieht. Und wir können diese Spur auch genau am amerikanischen und vor allen Dingen britischen Verhalten festmachen. Wir waren mit der Wiedervereinigung Deutschlands der Auffassung, dass damit der große Konflikt in Europa beendet sei und man dazu übergehen könnte, nach den Modellen der KSZE und später der OSZE, die in Europa vorhandenen Streitfragen friedlich beizulegen. Denn die waren nicht nur mit dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch mit dem Ersten Weltkrieg verbunden. Und wir haben dann mit dem Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien sehen müssen, dass ein Europa, das auf den Frieden ausgerichtet sein sollte, nicht möglich war. Und wir haben seither gesehen, dass sich die Spur des angelsächsischen Faustrechts wirklich quer über den Globus zieht. Und solange wir die Möglichkeit haben, uns zu diesen Erkenntnissen noch zu äußern, muss man es machen, denn wir sehen in diesem Jahr auch auf den Beginn des Ersten Weltkrieges zurück, 1914, und wir können uns sehr wohl vorstellen, dass wir mit den Ereignissen, die wir alle kennen, seit dem Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, auf einem Pfad sind, der uns in einen weiteren, größeren Konflikt münden lässt, mit all unserem Tun und mit dem, was wir für richtig und für falsch halten. Wir haben im Zusammenhang mit dem Ende des Kalten Krieges gesehen, dass an friedlichen Verhandlungen, die auf einer vertragsgemäßen Grundlage beruhen oder die Verträge zum Ziel haben sollen, kein Weg vorbeigeht. Wir haben also mit dem Ende des Kalten Krieges gesehen, dass wirkliche Erfolge eigentlich nur mit friedlichen Verhandlungen verbunden sind, die auch Abstand nehmen von Druck, der auf andere Staaten ausgeübt werden soll, weil das übrigens auch gegen das Wiener Übereinkommen für diplomatische Verhandlungen verstößt. Dieser Erfolg wäre auch für die anderen Konfliktfelder, mit denen wir es zu tun haben, möglich gewesen. Aber die Vereinigten Staaten haben sich in der ersten Hälfte der 90er Jahre offensichtlich genötigt gesehen, dass politische, militärische, völkerrechtliche Faustrecht zu ihren Gunsten wieder einzuführen, weil sie offensichtlich, und da knüpfen sie an die englische Politik im 19. Jahrhundert an, bezogen auf Europa, weil sie offensichtlich ein Europa der Kooperation fürchten wie der berühmte Teufel das berühmte Weihwasser. Die Vereinigten Staaten, und ich bedauere das sehr wegen der engen Kooperation, die es über Jahrzehnte hinweg gegeben hat, die Vereinigten Staaten haben sich entschieden, den Krieg nach Europa zurückzubringen. Ich kann mich gut daran erinnern, dass der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl in der ersten Hälfte der 90er Jahre immer wieder davor gewarnt hat, dass der Krieg nach Europa zurückkommen könnte. Und wir haben das damals in der Zeit der Euphorie nach dem Ende des Kalten Krieges vermutlich nicht so richtig wahrgenommen, was er immer wieder als Warnung geäußert hat. Und er hatte recht mit dem Kriegsausbruch 1999 gegen die Bundesrepublik Jugoslawien und was sich seither in anderen Teilen des gemeinsamen Kontinents entwickelt hat. Das ist eine strategische Neuorientierung der Vereinigten Staaten gewesen und sie gipfelte ja auch in den veröffentlichten Dokumenten auf amerikanischer Seite, die Welt jederzeit mit Krieg überziehen zu können, wenn es im amerikanischen Interesse sei. Und das war die britische Politik, die leider den europäischen Kontinent wesentlich bestimmt hat nach dem Sieg über Napoleon. Als die europäischen Großmächte sich verständigt haben wegen der riesigen Verwüstungen, die es in Europa gegeben hatte, Konflikte nicht mehr in diese Dimension vorstoßen zu lassen. Und sie haben deshalb die Heilige Allianz geschaffen. Das war das große Verdienst des österreichischen Kanzlers Metternich. Und die Briten sind aus
strategischen Gründen dieser Heiligen Allianz ferngeblieben, weil nichts für Großbritannien offensichtlich schlimmer gewesen ist als eine friedliche Beilegung von Konflikten auf dem europäischen Kontinent. Die Briten haben den Krieg vorgezogen und sie haben ihn 1914 ja auch bekommen. Die angelsächsischen Mächte, und leider ist ja auch Frankreich auf diesem Kurs sowohl in Syrien als auch in Libyen eingeschwenkt, diese Mächte haben ein dringendes Interesse daran, anderen Staaten die innere Souveränität zu nehmen und anderen Staaten die Möglichkeit zu nehmen, zu einer eigenen Entwicklung zu kommen. Ich sage das ausdrücklich unter Bezug auf die Charta der Vereinten Nationen, dass die Staaten friedlich miteinander kooperieren müssen und dass sie auch im größten Wert darauf legen müssen, dass die inneren Verhältnisse friedensbezogen sind und die Menschenrechte geachtet werden. Wir sehen ja seit dem Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, dem Krieg in Afghanistan, dem Krieg gegen den Irak, den Krieg gegen Libyen und das, was in Afrika und anderen Teilen der Welt stattfindet, dass die angelsächsische Großmacht USA über die ganze Bandbreite verfügt, mit denen man diese Ziele erreichen kann. Sie haben die kriegerischen Möglichkeiten, ich habe sie eben teilweise aufgezählt. Sie haben die Möglichkeit, Staaten zu destabilisieren, wie das auf dem Balkan geschehen ist, wie das durch die Organisation mit amerikanischer Unterstützung in Belgrad durch OTPOR geschehen ist, wo destabilisierende Elemente in dem ganzen Gürtel zwischen China und Algerien ausgebildet worden sind. Und wir sehen das natürlich derzeit auch in der Ukraine. Es gibt immer eine Reihe von Gründen, die zu solchen Konflikten führen. Aber wenn man sich heute die Ukraine ansieht, wenn man sich ansieht, was in Syrien gemacht worden ist, um die Russische Föderation von Süden her aufzurollen, dann kann man in Moskau nur den Eindruck haben, dass es demnächst auf Moskauer Straßen so losgehen soll, wie es derzeit auf Kiewer Straßen stattfindet. Und ich sage das vor dem Hintergrund der Umstände, dass immer viele Gründe zu einer solchen Entwicklung führen, aber die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben die Finger immer drin. Wir haben ja als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges haben wir die Charta der Vereinten Nationen bekommen, die wirklich ein Regelwerk darstellt, wie die Dinge auf dem Globus so geregelt werden können, dass wir Frieden haben. Und die Ausübung militärischer Gewalt ist an strikte Regeln gebunden. Die Vereinigten Staaten haben seit Mitte der 90er Jahre alles unternommen, um die internationalen Strukturen, die auf Frieden ausgerichtet sind, wie die OSZE, die Vereinten Nationen und andere, so aus den Angeln zu heben, dass von dieser Welt nichts anderes übrig bleibt als das amerikanisch bestimmte Faustrecht. Und deswegen ist die Frage, die Sie gerade gestellt haben, auch so schwer zu beantworten. Wir brauchen die Vereinten Nationen und wir brauchen die OSZE und wir brauchen auch andere Organisationsformen nicht neu zu erfinden. Wir haben sie bereits, aber sie werden von den Amerikanern und von den Briten und leider auch von den Franzosen so aus den Angeln gehoben, dass außer Faustrecht demnächst gar nichts mehr übrig bleibt. Ja, wir haben in diesen Tagen eine interessante Antwort auf diese Frage in der Ukraine bekommen. Das kann man vielleicht nur erklären vor dem Hintergrund der europäischen Entwicklung. Die Schweiz als derzeitiger Vorsitzender in der OSZE hat sich bemüht, die Konfliktparteien in der Ukraine an einen Tisch zu bekommen und Lösungen zu beschließen, die von allen Seiten getragen werden konnten. Damit ist der Schweizer Botschafter in Kiew vor 2 Tagen an die Öffentlichkeit gegangen und es gab auch Erleichterung in ganz Europa über diese schweizerische Rolle, die vielleicht in der Vergangenheit häufiger von der Schweiz ausgeübt werden konnte, als das in den letzten Jahren seit dem Jugoslawienkrieg der Fall gewesen ist. Es hat noch keine 2 Tage gedauert, dass diese auf friedlichen Ausgleich bezogene Schweizer Lösung in Kiew durch die Kräfte
auf dem Maidanplatz torpediert worden sind und wenn wir heute 25 Tote in Kiew und Hunderte von Verletzten feststellen können, dann wissen wir, dass eigentlich auf Kiewer Straßen ein Stellvertreterkrieg ausgeübt wird, dessen Dimension viel weiter reicht. Das ist etwas, was ja jeder, an dessen Grenzen so etwas stattfindet, sich selber überlegen muss. Ich kann doch nicht russischer Präsident sein, wenn ich die Augen vor den Entwicklungen in Kiew verschließen würde. Ich kann es nicht sein. Und wir haben ja auch in Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Sotschi, die ja offensichtlich brillant sind und über die sich auch amerikanische Sportler öffentlich sehr freuen, gesehen, dass alles unternommen wird, einen anderen Staat, ich sage es jetzt mal auch sportlich, so aufs Kreuz zu legen, dass die Belange dieses Staates nicht mehr durch die eigenen Organe wahrgenommen werden können, sondern ohne ausländischen Einfluss nicht mehr zu denken sind. Und wir haben es ja auch in Zusammenhang mit dem freigelassenen Erdölmagnaten Chodorowski gesehen. Wenn man auf die Ursprünge dieser Dinge, die den Namen Chodorowski und Jukos tragen, zurückgeht, dann sieht man, dass es darum ging, die russischen Erdöl- und Erdgasvorkommen entweder in amerikanischen Händen zu sehen oder bei den russischen Verantwortlichen weiter die Verantwortung zu sehen. Das sind Dinge, da verschließt die Welt die Augen vor. Sie sind aber so. Die Möglichkeiten sind begrenzt. Sie liegen aber darin, dass alle Staaten, die sich mit dieser Situation auch in Lateinamerika, wir sehen ja Venezuela, mit dieser Situation beschäftigen müssen, darum bemühen, in ihrer Behandlung des eigenen Volkes Rücksicht zu nehmen, die Menschenrechte zu achten und am allgemeinen Wohlergehen des Volkes Interesse zu haben und nicht die außenpolitische Situation dazu zu benutzen, innenpolitisch, ich sage jetzt mal, Interessen umzusetzen, die ich als nicht legitim betrachten würde. Das heißt, ich muss mich dem eigenen Volk gegenüber so verhalten, als ordentlich gewählte Regierung, dass ausländische Kräfte mir das eigene Volk nicht auseinanderreißen. Und zwar deshalb, weil es bei mir Verschulden gibt. In den Beziehungen zu anderen Staaten kann man sich nur bemühen, die Dinge friedensbezogen zu gestalten und zu organisieren und Streitfälle nicht dazu zu bringen, dass ausländische Kräfte eine ganze Region auseinanderreißen. Die Opfer sind immer in der Region zu finden. Sie sind nicht in Washington oder in New York anzusiedeln. Dass wir, wenn es so weitergeht, uns mit einer Situation auseinandersetzen müssen, dass es um die Existenz der Russischen Föderation und danach um die Existenz Chinas geht. Die Vereinigten Staaten haben sich offensichtlich etwas vorgenommen, das in diese Richtung geht. Und wir haben es ja zurückliegend vor 15 Jahren gesehen, als der Jugoslawienkrieg, der Europa durcheinander bringt. Als der Jugoslawienkrieg stattfand, gab es gleichzeitig in den chinesischen Westgebieten, in Xinjiang und in Tibet, Bombenanschläge hintereinander, sodass man eigentlich damals davon ausgegangen ist, dass ein Konflikt in China wahrscheinlich sein würde. Er fand dann durch amerikanisches Druck und durch amerikanisches Drängen fand er in Europa statt. Wir sehen heute, dass Japan sich in einer Art und Weise entwickelt, dass es zwar im amerikanisch-japanischen Sicherheitsvertrag seine Dinge betreiben kann, aber für die ganze Region offensichtlich auf Konfrontations- und dahinter kommend Kriegskurs umgestellt wird. Und das können wir für andere Teile der Welt auch sehen. Und deswegen sind die Dinge, mit denen wir es derzeit zu tun haben, geeignet, uns stärker an 1914 zu erinnern, als uns allen das lieb sein kann. Vielen Dank, Herr Wimmer, für diese Erläuterungen.
Ja, vielen Dank, Herr Scharoukni. Alles Gute nach Teheran.